So, Freunde der Muskizelle, heute besuchen wir mal wieder die Lena in ihrem Studio in Sachsenhagen, dem Fit and Fun. Frage vorweg, wie geht's dir so, Lena? Was macht die körperliche Verfassung? Also ich muss sagen, ich befinde mich jetzt seit meinem letzten Wettkampf im Aufbau. Insofern, die körperliche Verfassung wird natürlich stetig besser. Zumindest fühle ich mich natürlich wesentlich besser als in der Diät. Wir sind jetzt wieder im Muskelaufbau. Nächstes Check-up steht jetzt am 31.07. an in Berlin. Und dann schauen wir mal, was die letzten Wochen so alles gebracht haben an Aufbau. Und natürlich ist der KFA auch gestiegen, keine Frage. Aber das ist auch so gewollt im Aufbau. Das geht ja auch gar nicht und anders. Richtig. Das ist ja immer dieser Mythos des trockenen Aufbaus, wo man eigentlich als erfahrener Athlet oder Vorbereiter immer schmunzeln muss. Berliner Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass du das alles ein bisschen sacken lassen hast. Wie ist so dein Resümee, dein Feedback nach ein paar Wochen später? Und ganz wichtig, wie geht's mit Lena Nikolaus weiter? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hätten nicht mit dieser Resonanz gerechnet. Am allerwenigsten ich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da immer sehr, sehr realistisch, was so Wettkampfergebnisse anbelangt. Es war jetzt meine erste Saison beim DWV und dass das natürlich gleich ein Sieg wird bei der Norddeutschen und dann ein dritter Platz bei der Deutschen. Also wir haben uns einen Finalplatz vorgenommen bei der Deutschen, das war realistisch. Ja. Aber dass es dann aufs Treppchen geht, also ich muss ganz ehrlich gestehen, damit hätte ich nicht gerechnet und umso glücklicher war ich natürlich. Und dann noch, muss man ja auch sagen, in so einem starken Feld. Selbst auf der Berliner, das war schon, ich will nicht sagen, ja, brutal, aber du hattest gute, starke Konkurrenz. Ja, definitiv. Ne? Also wie gesagt, also das waren auch, ich sag mal, massetechnisch habe ich mich da ganz klar unterlegen gesehen und hatte halt die Hoffnung, dass ich mit meiner Linie eben auch punkten kann. Und das konnte ich anscheinend und insofern war ich echt mega. Aber glücklich. Das ist ja auch teilweise im Bodybuilding nicht der schwerste mit den dicksten Muskeln. Das muss man sich ja immer vor Augen halten und merken, gewinnt. Es geht ja auch um Symmetrie, Schönheit, Ästhetik und Linie. Und das wird natürlich auch immer, Gott sei Dank, bewertet. Ne? Aber das ist natürlich auch mal so ein Ding, Schönheit, Ästhetik liegt ja auch immer im Auge des Betrachters und im Auge der Kampfrichter. Genau. Das zu den beiden Meisterschaften. Wie geht's weiter? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte ja innerhalb der Diät, das war eine sehr, sehr schwere Wettkampfdiät, habe ich, glaube ich, jedem oder gegenüber jedem meiner Freunde und Bekannten den Wettkampfsport abgeschworen. Ich muss es ja mal ganz ehrlich so sagen, weil, wie gesagt, es war halt eine harte Diät und man muss einfach auch mal auf den Punkt bringen, dass für so eine Diät einfach alle Lebensumstände stimmen müssen, um das wirklich einigermaßen gut über die Bühne bringen zu können. Und da hatte ich jetzt einige Defizite, aber am Ende habe ich es trotzdem geschafft. Und wie es weitergeht, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben beim Bankett gesessen nach der deutschen Meisterschaft und da ist mein Coach Alex Stampolitis ist also zu mir gekommen an den Tisch und hat gesagt, Lena, du hast einfach keine andere Wahl, du musst nächstes Jahr im Frühjahr... Du bist verpflichtet. Genau, du bist quasi verpflichtet, nächstes Jahr im Frühjahr international zu starten und insofern... Peilen wir jetzt, trotz meiner Vorsätze eben da nichts mehr zu machen in der Richtung, natürlich wieder einen neuen Wettkampf an. Und zwar eben die Europameisterschaft nächstes Jahr im Frühjahr. Ja, prima. Und ich bin gespannt, was mich da so erwarten wird. Wo wir gerade bei deinem Coach sind, vielleicht eine wichtige Frage, die sich immer Leute stellen, die mal selber Interesse haben zu starten. Wie wichtig ist eine gute Betreuung und wie wichtig ist ein guter Coach für dich oder allgemein für einen Athleten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viel autodidaktisch gemacht vor meiner ersten Meisterschaft beim GmbF, als ich auch deutsche Meisterin werden konnte. Aber seitdem ich bei Carla bin in Berlin, beziehungsweise halt zusätzlich noch durch Alex betreut werde, sind das einfach andere Dimensionen. Dessen muss man sich bewusst sein. Das geht einfach viel, viel mehr ins Detail. Da werden einfach Akzente gesetzt, auf die man selber als Laie einfach, oder auch wenn man sich das anliest, da kommt man einfach nicht drauf. Und die wahrscheinlich diese individuelle Betreuung, die man Unterschied genießt, dann machen, das ist ein absoluter Unterschied. Also was ich allein für Fortschritte erzielt habe im Beinbereich, seitdem ich Carla kenne, ist einfach unfassbar. Und ich habe es keinen Tag bereut und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen und empfehlen, sich einen vernünftigen Coach zu suchen mit entsprechender Erfahrung und der einen auch wirklich individuell betreut. Mhm. Und nicht nach irgendeinem Rahmenplan, sondern halt wirklich individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse auch eingeht. Du hast mir ja erzählt, dass sich jetzt ein bisschen in der jetzigen Phase dein Training verändert hat. Erzähl mal so ein bisschen, wie sieht jetzt dein Split-Programm aus? Wir filmen ja gleich noch ein bisschen was mit dir. Was sehen wir heute und wie sieht generell deine Aufteilung aus quasi von der Muskulatur, von den Muskelgruppen?
Also geändert hat sich zum Beispiel, dass ich vorher hatte ich auch schon zwei Beineinheiten innerhalb einer Woche, aber ich habe quasi den Beuger und den Strecker in einer Einheit zweimal trainiert sozusagen, und geändert hat sich jetzt in dem Fall, dass ich eine Einheit Beuger trainiere und eine Einheit Strecker. Separat, ganz genau, und ich muss sagen, allein dadurch ist es also unfassbarer Muskelkater, unfassbare Steigerung, auch jetzt schon zu erkennen für mich. Und natürlich ist es jetzt ganz klar in den Fokus gerutscht, der Gluteus, weil das wirklich zu einem meiner Schwachstellen auch gehört. Und insofern sind wir da auch natürlich dabei, das Ganze noch mehr auszubauen. Und das Split-Programm sieht momentan so aus, dass ich Schulter-Brust trainiere. Was wir heute sehen werden. Einen Rücken-Bizeps-Tag habe. Wie gesagt, diese zwei Beineinheiten und einen separaten, für mich eigentlich immer ganz angenehmen, Trizeps-Tag. Also, ein Trizeps. Ja, das ist immer ganz süß, weil ich dachte am Anfang, dachte ich, was ist denn jetzt von mir? Ja. Ne? Aber Arme ist halt auch so ein Aspekt bei mir. Meine kleinen Ärmchen, die sind halt immer noch so ein bisschen dünn, und insofern sind wir da natürlich jetzt auch dabei, und deswegen habe ich eben diesen separaten Armtag. Und wenn ich mal betrachte, was ich da für einen Pump im Trizeps habe und jetzt auch schon gute Fortschritte erziele, da hat sie halt mal wieder recht gehabt. Das ist das Schwachpunkt, die Schwachpunkte bearbeiten. Schwachpunkte, ganz genau. Ja, das ist doch nicht verkehrt. Ja. Ja, wunderbar, alles klar. Dann würden wir sagen, ab zum Training und danke fürs Interview. Bitte, gerne. Ciao.